Hallo, grüß euch, da ist der Andi. Ich bin froh, dass ich dem Alexander Mehler zum Gewinn der Champions League der Werber gratulieren darf. Der Mehler, der wohnt nämlich in Berchtesgadendorf und nicht wie sein Name vielleicht vermuten lässt im Microsoft Outlook. Der Mehler, außerdem ist er ein Multimedia-Spezialist, der macht Filme. Wobei habe ich auch schon gemacht, in Urlaub mit der Videokamera, war Theater, wie der Toni Polster und ich probiert haben, in Andi Ogris in Swimmingpool zum Schmeißen. Haha, ein Potzenhitz. Also der Mehler filmt andere Sachen. Der filmt Dinge, die andere Leute weder verstehen noch sehen können. Er filmt sozusagen die Zukunft, muss man sagen. Also demnach müsst ihr eigentlich eine Videokassette daheim stehen haben, wo draufsteht, Andreas Herzog, die schönsten Erfolge als Rapid-Trainer. Hahaha, also Wunschding, nicht aber. Mit dem Film Wasserstofftankstelle, Kryobombentechnologie, hat er sich nun den goldenen Hahn erfilmt. Die Agentur namens Woogie Works hat in einer internationalen Kollaboration erstmals das Interferenzverhalten von massereichen Molekülen hinter einem Nanogitter gefilmt. Gut, das hätte ich auch sagen können, ne? Wenn ich die Molekülen durch hinter einem Gitter. Aber okay, der Alexander Mehler wollte damit zeigen, dass Physik nicht nur Theorie, sondern spannende Praxis ist. Meine Stärke ist ja nicht so die Physik, sondern die Mathematik. Also A Quadrat und A Quadrat sind 2 Quadrat. Wenn man es wissen wollt, ob er sich wirklich so gut auskennt, stellt sich einmal die Frage, die mich schon lange beschäftigt. Wenn 3 Leute in einem Zimmer sind und 5 rauskommen, müssen dann 2 wieder reingehen, dass das Zimmer leer ist? Fragt den Mehler das einmal. Vierteil.